Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed Valhalla. Ja, folgendermaßen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen leise gestellt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise und auch nicht zu laut. Ich hoffe, es ist angenehm so, wie es ist. Wenn nicht, tut mir leid, dann muss ich das mal anders regeln. Und ja. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Erst gucken wir jetzt ein bisschen hier rum, looten, du bist recht still, kämpfen. Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Ja, hab ich jetzt zu. Ja, ich hatte schon mal einen Aufnahmeversuch heute. Da hatte ich das Mikro nicht runtergemacht. Darum, bin ich jetzt schon bei 17 Minuten irgendwas. Obwohl ich bei, weniger sein sollte. Naja, egal. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel! Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halbtot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Das ist endlich gefahren. Wir halten. So. Nee, will ich nicht. Das sind nämlich Händler. Händler will ich nicht. Ich will nämlich die Goldbarren und das andere haben, die ganzen Schätze dieser Erde. Was ist hier drunter? Wo komme ich denn jetzt hier hin? Wo komme ich denn da drunter jetzt? Ah! Ja, lass du los. Was ist das denn da? Komm mal runter in den Graben. Sehe nichts. Ah. Oh. Sehr schön. Plündern, plündern, plündern. So, Entschuldigung. So. Dann. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal, bist du es? Mach Platz für Eivor! Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dürbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Oh. Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern.
Wie schneiden Sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Nein, die sollten wegen mir besorgt sein. Die sollten wegen mir besorgt sein. Oh, da ist ein Aussichtspunkt. Oben. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arschild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Nein, ich tue ihnen nichts. Hör zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Ich wäre nicht verstümmeln. Kämpft! Ein Krieger muss skrupellos sein. Ich bin besser als jeder Mann hier. Ihr habt noch viel zu lernen. Oh, die gehen immer richtig hart auf. Es war mir eine Ehre, dich zu schlagen. Du atmest nicht mehr, was? Wir schulden mir breit. No, let's go. Ja, ich glaube, ich hätte gewinnen sollen. Ja. So, dann gehe ich nach oben, weil da ist noch Gold. Was soll das? Läufer für Lieferräder! So, der hässliche Statue hier. Hier darf mich niemand sehen. Ach so. Ja. Mach ich sofort, Sekunde.
So, meine Damen und Herren, es tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Aber. Kriegst du einen Pfeil in den Rücken? Du hast es so gewollt! Nein! Aber ich müsste mir ganz kurz wie was Neues zu schnitzen holen. Dann nehme ich unseren Tannenbaum jetzt ganz weg und Sag weg mit dir. Ah, okay, dann sage ich, was ich machen muss. So. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Das geht ja gar nicht. Was denken die sich dabei? Oh je, mein Cutter. Tut mir jetzt schon leid. Nein! Nicht da drauf! Es geht runter. Rein jetzt! Oh! Einen weiteren Kohlebarren. Hortbefehle. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an den letzten Sommer. Kürtvi wird sich jeden Verlust in Blut bezahlen lassen. Zwei Fertigkeitspunkte. Super. So. Ich muss mal eben überlegen. 26. Ja, ich muss heute nach Gefühl den Part beenden. Durch diese Pause, die ich darin habe. Ist das ein bisschen problematisch? So. Da hinten ist noch irgendwas. Werden wir demnächst mal gucken. Aber ich würde einfach mal den Part jetzt hier an dieser Stelle erstmal beenden. Ich weiß, es war irgendwie ein komischer Part heute. Obwohl. Nee, würde ich noch nicht. Stopp, Entschuldigung, nichts gesagt. Ich habe gerade die Zeit gerechnet. Weil ich habe ja erst den Start. 20. Ja, wir machen noch. Bis. Ja, wir machen noch. Meine Damen und Herren, ich habe es gerade anders überlegt. Wir machen noch. Ich werde mir auf jeden Fall den Aussichtspunkt da oben noch holen. Ich glaube, der ist recht cool. Wenn man da dann diesen Umblick hat. Und ja. Weg mit dem Schwert und her mit den Würfeln. Komm! Nee. Das krieg ich nicht. Etta da. Was sagst du doch? Skalda Hluster. Die Varata. Ja, die sprechen irgendeine Sprache, die ich nicht kann. Leider. Ich würde sie gerne können. Diese Relikte sind für die Ewigkeit. Willkommen, Kriegerin.
Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus aller Welt. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war es ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey. Eivor? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kyrt wie dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kyrt wie gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Ich will nicht sterben! Du wirst nicht gefragt. Dein Verrat endet hier. Bitte, ich habe Varin nie verraten. Bei meinem Leben, ich hatte Angst und floh, und als ich zurückkam, waren alle fort oder tot. Und doch hast du unsere Toten beraubt, die Überreste ihres Lebens verschachert. Es war alles, was ich finden konnte. Ich habe lange nichts verkauft, aber das Gewicht wurde zu schwer und ich brauchte Essen, um zu überleben. Das ist kein Leben. Ohne Ehre sind wir schlimmer als Bestien und haben keine Hoffnung auf ein besseres Leben nach diesem. Diese Welt ist alles, was ich kenne. Und das Leben ist alles, was mir bleibt. Das würdest du mir nehmen. Nimm aus meinem Laden, was du willst. Nimm alles, aber lass mich am Leben. Hey, Moment. Oh, gib mir Stärke. Dafür stirbst du. Bleib zusammen, klar. Wetten, wer gewinnt? Ich soll dich holen. Du gehörst Odin. Oh Gott. Was war das für ein Riese? Okay, aus seinem Laden. Sollen wir alles nehmen, was wir finden? Ich werde es machen. Wo ist der Helm jetzt hin? Nee, Helm fand ich geil, den wollte ich haben. Schade. Gut. Ich glaube, das wird ein kürzerer Part, meine Damen und Herren, aber es tut mir leid. Wir holen jetzt noch das. Das machen wir im nächsten Part, meine Damen und Herren. Das dauert nämlich zu lange, glaube ich. Hoffentlich wird es machen. Harhell. Das ist eine Kirche oder was? Lederball. Hm.
Komm ich hier raus? Wow. No, 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 no. Ich will hier hochklettern. Na, komm hoch. Hopp. So hoch will ich niemals klettern, meine Antennen. Das verspreche ich euch aber. Komm. Und eins und zwei und... synchronisieren. Was für ein schöner Ausblick. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, meine Damen und Herren. Ich sage euch, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Und deshalb bleibe ich einfach hier oben sitzen, meine Damen und Herren. Ich bleibe... Wildnis. Musst du da hin? Ich sollte da hin, ne? Das ist eine richtige Großinsel hier. So, nicht Vornberg, glaube ich nicht. Vornberg ist nämlich noch 200 Meter nur? Okay, egal, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es tut mir leid, wenn der Part zu kurz war. Wir leveln eben noch. Ja, ist doch gut. Wir leveln eben noch ein bisschen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Assassin's Creed Valhalla. Haut rein. Ciao mit V.